Dieses Jahr verleiht Die Linke zum 10. Mal den Clara-Zetkin-Preis. Das ist also schon eine richtige Tradition. All die Preisverleihungen waren natürlich immer zum einen eine wunderschöne Zusammenkunft. Es ging uns bei diesem Preis zum einen darum, die großartigen Initiativen sichtbar zu machen. Es geht uns darum, Feministinnen, Frauen, Queer-Menschen zu aktivieren, gegenseitig zu ermuntern. Und natürlich geht es drittens auch um gemeinsame Verabredungen zu weiteren Kämpfen. Wir haben schon viel zusammen bewirkt, aber in puncto Geschlechtergerechtigkeit und Feminismus haben wir auch noch so manche Auseinandersetzung zu führen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen heute einen tollen Abend. Hallo, ich bin Dani von Discover Football. Wir haben in 2010 das erste Frauenfußball-Kulturfestival in Berlin durchgeführt und haben für unser Engagement in 2011 den Clara-Zetkin-Preis gewonnen. Also durch den Fußball versuchen wir, Frauen zusammenzubringen, die ihre Erfahrungen austauschen können und sich gegenseitig dann unterstützen können. Wir haben festgestellt, dass überall auf der Welt die Frauen die gleichen Probleme haben und die gleichen Geschichten erzählen, sei es, ob sie aus Europa kommen, sei es, ob sie aus Afrika oder Südamerika oder Amerika oder Asien kommen. Die Geschichten sind in der Regel die gleichen. Und die positiven Erfahrungen, die die Gruppen machen, können sie weitergeben und an andere Organisationen weitertragen. Und so entsteht ein Verbund von Frauen, die sich kennenlernen und gegenseitig unterstützen. Und das ist einfach das, was richtig Spaß macht und wo wir sehen, dass das auch funktioniert und wo die Frauen sehr viel Mut und Kraft hernehmen. Also der Fußball selbst ist ja sehr männerdominiert und männergeprägt und Frauen, die Fußball spielen, haben es oft doppelt schwer. Sie werden sozusagen als Frauen diskriminiert und als fußballspielende Frauen noch mal mehr, weil viele Männer sich dadurch noch mehr herausgefordert sehen. Der Gewinn des Clara-Zetkin-Preises war für uns und unsere Arbeit enorm wichtig. Zum einen haben wir oder wurde uns klar, dass wir auf dem richtigen Weg sind mit unserer Arbeit. Es war eine ungeheure Motivation für alle Ehrenamtlichen, die uns unterstützen, weil ohne die Arbeit der Ehrenamtlichen ist unsere Arbeit generell gar nicht möglich. Alle Ehrenamtlichen machen das neben der Arbeit, neben dem Studium und unterstützen uns unglaublich. Ja, und auch für die Arbeit nach außen ist das natürlich ungeheuer wichtig gewesen, denn ja, wir hatten sozusagen dann etwas vorzuweisen und haben auch die Unterstützung von außen erfahren, was wir dann natürlich auch weiter streuen konnten und so einfach sagen konnten, hallo, seht her, unsere Arbeit wird auch von außen anerkannt und darauf sind wir stolz und so wollen wir weitermachen. Herzlich willkommen im Frauenzentrum Lilith hier in Halberstadt, des unabhängigen Frauenverbandes Landkreis Harz e.V. Wir durften 2016 den Clara-Zetkin-Preis entgegennehmen, was uns damals riesig gefreut hat. Das hat uns doch auch, wenn ich so zu meinen Vereinsfrauen gucke, noch mal echt viel Mut und Kraft gegeben für die Arbeit, weil es einfach wirklich eine Wertschätzung ist der Arbeit, die wir vor Ort leisten, die manchmal eine Sisyphus-Arbeit ist, Gleichstellung tatsächlich in der Region umzusetzen. Nimm nur One Billion Rising, ja, wo du einfach in Berlin oder auch in Magdeburg viele zusammenkriegst, weil du einfach viele Vereine, Organisationen hast, die sich für Frauen einsetzen oder die Beratungsstellen etc. Und hier sind es im Wesentlichen wir. Im Frauenzentrum versuchen wir einfach ganz viele unterschiedliche Frauen und Mädchen anzusprechen, zu gucken, dass man eine ganze Bandbreite von Projekten macht, um eben möglichst vielen einen Raum zu geben. Wir haben ganz viele regelmäßige Gruppen, die sich wöchentlich treffen, von Gesprächsgruppen über Sportgruppen, über Bauchtanz, über
Aussiedlerinnen, die sich seit vielen, vielen Jahren hier regelmäßig treffen, um Deutsch zu lernen, um aber auch sich mit Themen zu befassen, die meine Broschüre erarbeitet haben, zu Lebenswegen von Aussiedlerinnen. Also wie ist das sozusagen, ja, wie ist ihre Geschichte? Ja, wie kamen sie nach Russland, nach Usbekistan, nach Kasachstan und wie kamen sie wieder zurück? Ganz, ganz spannend. Wir machen Projekte mit der ZAST, mit der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber, gemeinsam mit ganz vielen anderen Netzwerkpartnerinnen auch, wo wir gucken, dass wir Kinder und Frauen aus unterschiedlichsten Ländern eben zusammenbringen, um Kennenlernen möglich zu machen, um Menschen zusammenzubringen, voneinander zu lernen, aber auch einfach Hürden und Berührungsängste abzubauen. Wir hatten ganz tolle, engagierte Frauen hier in Halberstadt, die vor 30 Jahren eben zu den bundesweiten Treffen gegangen sind, als sich auch der bundesweite UFV gegründet hat und dann die Ideen und die Power auch mit hier nach Halberstadt gebracht haben, um dann 1992 hier in Halberstadt den unabhängigen Frauenverband Landkreis Halberstadt damals noch, heute sind wir unabhängiger Frauenverband Landkreis Harz e.V. Zu gründen. Seit der Zeit sind halt viele Vereinsfrauen tatsächlich auch von Anfang an noch immer dabei. Also ich bin die Moni Heinze und muss sagen, ich bin voller Stolz, freue mich so sehr über den Preis. Der Preis hat mir noch mal so einen Schub gegeben. Man hat ja manchmal in der Zwischenzeit so Ermüdungserscheinungen, sage ich mal. Aber dieser Preis hat mich noch mal so richtig angetrieben. Also ich bin, sagen wir mal, der Urgestein und habe damals in der Wendezeit für mich so einen Impuls gesucht. Damals hat sich das so ergeben, dass es die Zeitung Für Dich gab, in der diese Frauen in Berlin, die mich letztendlich dazu motivierten, was zu tun. Also ein schöner Rückblick, wenn man das so sehen kann, dass ich davon erfuhr, dass man sich an der Volksbühne trifft. Es war ein Aufruf und es entstand ein DDR-weiter Frauenverband. Also ich war brandneu dabei und habe dann mal in die Politik reingeguckt und habe verstanden, was es ein frauenpolitisches Selbstbewusstsein ist. Die Sorge der Zeit hat mich bewegt. Also es gab in Halberstadt viele Vorfälle mit den Rechtsradikalen und ich hatte in der Zeit sehr viel Angst um meine Söhne und dachte, anderen Müttern geht es auch so. Habe dann zu der Zeit im Krankenhaus, wo ich arbeitete, das erste Mal ein Frauenforum aufgerufen, was aber nicht so ganz gelang. Und dann hatten wir als Verein, bevor der Verein entstand, hatten wir dann noch mal in einem Kulturzentrum eine Zusammenkunft. Und dann kam es eigentlich so richtig in Gang, sodass ich glücklich war, dass wir dann den Anfang schon hatten, um dann später den Verein zu gründen. Also es hat so nach 31 Jahren viel bewegt und hat auch viel Kraft gekostet, aber es ist letztendlich gefruchtet. Und wenn ich an Clara Zetkin denke, was sie alles vollbracht hat in ihrer Zeit, da kann man nur den Hut ziehen. Deshalb auch bin ich auch glücklich, dass wir diesen Preis bekommen haben. Und ich sage immer, so wie ich so Leuchttürme kennenlernte, die was geben können mit aller Selbstverständlichkeit und aller Solidarität, so würde ich das dann gern weitergeben, dass man sagen kann, die nächsten Generationen haben so etwas mitbekommen. Man hat etwas bewegt und was dann letztendlich auch fruchtete. Also ich bin über meinen Verein sowas von glücklich. Ich glaube, ich habe es schon gesagt, wenn ich dran denke, kann ich sagen, ich bin in Liebe eingehüllt. So kann ich es wirklich ausdrücken, dass so viel Herzblut dahinter, dass das so gelungen ist, dass wir das überstanden haben oder bestanden haben schon. Wenn man von den Ursprüngen ausgeht, sind es schon 31 Jahre. Das muss uns erstmal einer nachmachen. Mehr will ich nicht sagen. Das waren zwei von vielen wirklich tollen Projekten, die wir in den letzten 10 Jahren mit dem Clara Zetkin Frauenpreis geehrt haben.
Ich habe den Preis damals initiiert, weil ich wollte, dass wir als Linke unseren feministischen Anspruch, den wir ja in unserem Programm haben, auch in die Tat umsetzen und dafür sorgen, dass Frauenarbeit natürlich besser bezahlt wird, aber natürlich auch erstmal gewürdigt und überhaupt gesehen wird. Und genau dazu soll dieser Preis dienen. Ich freue mich total und bin natürlich auch ein bisschen stolz, dass es den Clara Zetkin Frauenpreis jetzt seit 10 Jahren gibt. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass es ihn auch noch die nächsten 10 Jahre geben wird, denn es gibt ja weiterhin viel zu tun im Kampf gegen patriarchale und unterdrückerische Verhältnisse.